Was sagen Sie dazu? Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der WBG, der größten deutschsprachigen Gemeinschaft für Wissen und Bildung. Was heißt Völkerwanderung? Mit diesem sehr komplexen, großen Thema beschäftigen wir uns heute. Und mein Gast dazu ist ein Herr, der sich darin sehr gut auskennt, nämlich der Historiker Mischa Meyer. Willkommen, Herr Professor Meyer. Ja, hallo, Frau Reinhardt. Freut mich. Ja, also es ist tatsächlich jetzt schon die 12. Folge unseres Podcasts. Und ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal wieder, Menschen zu treffen, die ich unter normalen Umständen wahrscheinlich nie getroffen hätte, vielleicht auch nicht in Corona-Zeiten. Ich merke einfach, je mehr diese ganze Situation andauert, desto mehr schätze ich menschliche Begegnungen. Also ich schätze virtuelle Begegnungen, aber ich schätze umso mehr natürlich analoge Begegnungen. Und ich muss sagen, mir fehlt, ja, sei es nur ein Händedruck sehr stark. Ich glaube, was man schon merkt, dass man inhaltlich sehr gut kommunizieren kann in diesen Zeiten, aber auf der emotionalen Seite, die emotionale Qualität von Begegnungen aus meiner Sicht leidet etwas und ich muss sagen, dass mich das auch zunehmend belastet. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell künftige Sozialpsychologen, also künftig existierende Sozialpsychologen, die einmal unsere Ära, die Corona-Epoche untersuchen werden, vielleicht zu dem Schluss kommen werden, dass die grundlegendste Emotion dieser Zeit die Einsamkeit gewesen sei. Mischa Meyer, ich möchte Sie gerne mal fragen, wie Sie nach all diesen Monaten heute Beziehungsgestaltung erleben. Ja, ich habe ähnliche Probleme, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Ich bin ja in einem Beruf tätig, in dem ich sehr viel unterwegs bin normalerweise. Man fährt zu Vorträgen, man fährt zu Tagungen. Da trifft man dann auch immer wieder nette Kollegen, die man gut kennt. Man tauscht sich aus. Das ist alles seit Monaten weg. Natürlich ist man nicht ganz abgeschnitten von der Welt. Man kommuniziert so, wie wir es gerade tun, per Online. Man kann telefonieren, E-Mails und so weiter. Aber man merkt eben schon, dass dieser persönliche Austausch fehlt. Und es ist eben nicht nur der persönliche Austausch, sondern es ist auch so ein bisschen das Gefühl, dass man irgendwie nicht so richtig raus kann. Man kann eben die Stadt nicht mehr verlassen oder nur mit gewichtigen Gründen. Man kann das Land nicht mehr verlassen. Also man merkt schon, was man vorher eigentlich als Selbstverständlichkeit betrachtet hatte, was man hatte und was jetzt aktuell nicht mehr möglich ist. Und ich hoffe auch sehr, dass sich diese Zustände relativ schnell wieder ändern. Ich bin ja ein großer Ich erwarte ja mit großer Spannung die Impfung und hoffe, dass dann die Zustände ganz schnell wieder normalisieren. Ja, das hoffen wir auch. Das hoffen wir auch. Zunächst aber haben wir jetzt immer noch sehr viel Zeit, uns mit Ihrem wunderbaren Buch zu befassen, die Geschichte der Völkerwanderung. Eigentlich ist es kein Buch, es ist wirklich eine enzyklopädische, die erste enzyklopädische Gesamtdarstellung von großen Räumen und Zeiten, nämlich der Räume Europa, Asien und Afrika zwischen dem 3. und 8. Jahrhundert. Es geht um die Völkerwanderung, es geht in Ihrem Buch, in Ihrem Werk, es geht darum, was auch der Begriff der Völkerwanderung als solcher für Schwierigkeiten mit sich bringt. Es geht um die begrifflichen, die interpretatorischen, die hermeneutischen Schwierigkeiten überhaupt, ja, von einem großen, großen Transformationsgeschehen kohärent zu berichten. Aber bevor wir jetzt erstmal auch detaillierter auf den Inhalt eingehen, möchte ich Sie gerne fragen, weil ich glaube, das interessiert auch sehr viele Menschen aus unserem Publikum heute, hier und heute. Ihr Buch, darüber können wir nicht einfach hinwegziehen, umfasst mehr als 1530 Seiten. Das ist heutzutage etwas Besonderes. Ja, es ist ja auch ein Fachbuch, aber auch ein Sachbuch, ja, auch für Laien zu lesen. Was mich interessieren würde, wann haben Sie begonnen, sich mit der Geschichte der Völkerwanderung auseinanderzusetzen? Was waren speziell die Prämissen, die Grundsatzentscheidungen jetzt für diese Arbeit?
Über welchen Zeitraum hat sich das Ganze erstreckt? Können Sie uns mal ein bisschen erzählen, wie Sie da bei Ihrer Forschung vorgegangen sind? Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil dieses Buch tatsächlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg entstanden ist. Ich habe mich seit meiner Habilitationsschrift ja intensiv mit der Spätantike auseinandergesetzt. Da spielen natürlich immer schon so Dinge aus dem Völkerwanderungskontext mit rein. Da kommt man dann gar nicht drum herum. Aber losgegangen konkret mit der Völkerwanderung ist es eigentlich erst nach einem Gespräch, was ich mit dem Lektor vom Beck Verlag geführt habe, Stefan von der Laar, beim Historikertag 2006 in Konstanz. Da haben wir dieses Projekt abgesprochen und da haben wir auch einen ungefähren Umfang schon abgesprochen, der bei weitem nicht da lag, wo es dann am Ende gelandet ist. Das konnte aber damals noch überhaupt niemand absehen. Mein größtes Problem bei der ganzen Geschichte war, dass ich von Anfang an große Schwierigkeiten damit hatte, mir ein Konzept zurechtzulegen, wie man eigentlich heutzutage noch über die Völkerwanderung schreiben kann. Denn wenn man sich die ältere Literatur anguckt, es gibt ja Bücher über die Völkerwanderung, dann funktioniert das eigentlich immer gleich. Das ist in so eine Art Stammesgeschichten aufgeteilt. Das geht dann los, erstens die Hunnen, zweitens die Goten, drittens die Vandalen und so weiter. Das entspricht aber überhaupt nicht dem modernen Forschungsstand, in dem diese Gruppen ja alle auch dekonstruiert worden sind. Und ich habe sehr lange darüber nachgedacht, wie man das einerseits auflösen kann, andererseits aber noch ein Buch schreiben kann, das eine gewisse erzählerische Kohärenz dann noch aufweist, das also irgendwie doch noch ein Narrativ hat, das das Ganze zusammenhält. Und das Problem ist, das Narrativ kann dann nicht mehr die Völkerwanderung sein, weil die Völkerwanderung, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu Ja. sprechen, ist ja eigentlich kein scharfer Analysebegriff und etwas, was man scharf beschreiben kann. Ich musste mir also etwas anderes überlegen und habe ziemlich lange gebraucht, bis ich dann mein Konzept zusammen hatte. Und habe dann eigentlich erst so in der Zeit um 2012 angefangen, erste Kapitel niederzuschreiben, aber dann auch immer mit großen Abständen, weil ich natürlich auch viele andere Sachen zu tun hatte. Und so richtig los ging es dann eigentlich erst 2015, 16. Ja, das ist aber sehr schön und gut. Das hat dem Werk sehr gut getan, weil man merkt wirklich, dass es organisch gewachsen ist, fast wie die Geschichte selbst. Aber Sie haben es ja auch schon angesprochen. Die Probleme, die Sie, also in Ihrem Buch geht es ja jetzt nicht nur darum, dass Sie versuchen, die Epoche, ja, ist ein Epochenbegriff der Völkerwanderung neu zu fassen, eben als ein umfassendes Transformationsgeschehen, sondern was ja auch, so habe ich es verstanden, ein zentrales Anliegen ist, dass Sie klar machen, was eben an diesem Wanderungsnarrativ in so vielen Aspekten alles nicht stimmt. Angefangen zum Beispiel von den Teilbegriffen Volk und Wanderung. Also es gibt, so schreiben Sie ja, noch viele, viele andere Aspekte, sowohl räumliche wie auch historische, also zeitliche Aspekte, die da mit reinfallen. Es gibt eben umweltgeschichtliche Aspekte, zum Beispiel klimatische, epidemiologische Aspekte. Ja. Migration, schreiben Sie, sei nicht der eine Generalschlüssel zur Erschließung einer ganzen Epoche. Und ja, also wie soll man denn dann über die Völkerwanderung reden, wenn man paradox formuliert nicht über sie so reden kann? Ja, das ist tatsächlich eben das große Problem. Also wie kann man eigentlich die Völkerwanderung umschreiben und in Worte fassen? Ich hatte mir vorgenommen, ein Buch zu schreiben über die Übergangsphase zwischen der Antike, der Spätantike und dem frühen Mittelalter, weil das eben die Phase ist, in der die Völkerwanderung gemeinhin angesiedelt wird. Wenn man das versucht, dann handelt man sich natürlich eine ganze Reihe von Problemen ein, weil man dann im Grunde eine Geschichte des spätrömischen Reiches und seiner Nachbarn schreiben muss, mit allem, was da dranhängt. Und dann kommt es tatsächlich, dass man, was ich dann auch getan habe, zum Beispiel sehr ausführlich über die Pestepidemie, die seit dem 6. Jahrhundert gewütet hat, schreiben muss, dass man klimatologische Aspekte mit reinnimmt und dass man eben auch
das Geschehen auf dem Gebiet des allmählich sich auflösenden Römischen Reiches als ein Gesamtgeschehen wahrnimmt. Und das geht nur, wenn man tatsächlich vorher sich so ein paar Pflöcke einschlägt, an denen entlang man das schreiben will. Und das war bei mir vor allem der Versuch zu zeigen, dass die Völkerwanderung kein Geschehen ist, das nur den Westen des Römischen Reiches betrifft, als dieses ist bisher immer beschrieben worden, sondern auch etwas, was den Osten auch ganz massiv betroffen hat. Es hat den Osten allerdings etwas später betroffen. Das wiederum bedeutete, dass ich den traditionellen Völkerwanderungsbegriffen zeitlich ausweiten musste. Und da ich auf den Osten eben auch geguckt habe, ging damit auch eine räumliche Erweiterung einher. Und das ist mit einer der Gründe, weshalb dieses Buch dann allmählich solch einen Umfang angenommen hat. Also man ist sehr dankbar, also wenn man sozusagen ihr Buch als großes Gebiet metaphorisch beschreiben möchte, dann ist Ihre Einleitung, die, glaube ich, 100 Seiten über 100 Seiten ist, so eine Art Karte auch, um sich in diesem Gebiet auch zu orientieren. Also es ist wahnsinnig gut, finde ich, aufbereitet. Und in der Einleitung machen Sie auch schon so ein bisschen deutlich, dass es sinnvoll ist, ja verschiedene Faktoren sozusagen oder Leitmotive herauszugreifen, anhand derer sozusagen vielleicht doch ein kohärentes ein Ganzes aus diesem Narrativ Völkerwanderung werden könnte. Wir wollen es so nicht so nennen natürlich. Und einer dieser wichtigen Faktoren ist für Sie die Religion. Richtig. Ich habe bei meiner Arbeit an der Völkerwanderung gesehen, dass Religion eigentlich immer wieder eine ganz zentrale Rolle spielt und habe mich mehr und mehr gewundert, dass das in der zurückliegenden Forschung eigentlich noch nie so richtig aufgearbeitet und berücksichtigt worden ist. Jedenfalls nicht im Kontext von Fragen nach der Völkerwanderung. Auf Religion trifft man immer wieder, eigentlich permanent, wenn man sich mit der Völkerwanderung beschäftigt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich das Buch eröffnet habe mit dieser Szene 626, als die Awaren vor Konstantinopel stehen und die Bevölkerung Konstantinopels sie im letzten Moment doch noch irgendwie zurückwirft und die Stadt rettet, aber selbst der Überzeugung ist, diese Rettung der Stadt der Gottesmutter Maria zu verdanken. Hier sieht man ganz deutlich, wie Religion eigentlich das Denken und das Handeln der Zeitgenossen anleitet. Und das ist etwas, was man durchgehend findet. Alles, was den Menschen in dieser Zeit widerfährt, wird eigentlich in religiösen Kategorien gedeutet. Und nur wenn man das versteht, kann man auch so ein bisschen nachvollziehen, warum bestimmte Handlungen dann so erfolgen, wie sie erfolgen, warum Akteure in einer bestimmten Weise sich verhalten und nicht anders. Und dann spielt Religion natürlich auch eine wichtige Rolle bei den unterschiedlichen Gruppierungen und Verbänden, mit denen man sich beschäftigt. Das fängt im Grunde schon innerhalb des Römischen Reiches an, das zwar christianisiert ist seit dem 4. Jahrhundert, aber also weitgehend jedenfalls, aber dadurch keinesfalls einheitlich religiös ist, sondern es gibt innerhalb des Christentums eine ganze Reihe von verschiedenen Strömungen und Gruppierungen, die sich auch zum Teil sehr erbittert bekämpfen. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Missionierung nichtrömischer Verbände, die wiederum benutzen spezifische Formen des Christentums dann wieder, um sich von christlichen Römern abzugrenzen, die natürlich dann immer noch in ihren Gebieten leben, die dann von den Neuankömmlingen besetzt und erobert werden. Und dann beobachtet man, das ist mir besonders wichtig, vor allem im Osten des Römischen Reiches, seit dem späteren, ja der Mitte des späten 6. Jahrhundert, einen sehr tiefgreifenden Prozess religiöser Verinnerlichung. Man sieht, dass im Grunde Religion jetzt praktisch alle Bereiche des Zusammenlebens zu durchdringen beginnt. Und dieser Prozess ist mir sehr wichtig, weil er im Grunde ein wichtiges Element zur Beschreibung des sich allmählich ausformenden mittelalterlichen byzantinischen Reiches darstellt,
weil er erklärt, warum der Osten überhaupt diese Phase der Völkerwanderung überleben konnte, im Gegensatz zum Westen, und weil er eine wichtige Rolle als Rahmung spielt für die Entstehung des Islam. Ja, also Sie hatten jetzt mehrfach das Wort auch Verbände erwähnt. Also Sie schreiben ja auch, es ist also auch von Völkern zu sprechen, ist ein bisschen irreführend. Volk ist auch ein romantischer Begriff. Ja. Es gibt so viel Mythisierung in diesem Völkerwanderungsnarrativ. Es ist wirklich unglaublich. Apropos Verbände, ja, man denkt ja so gemeinhin, wenn man von Geschichte kaum, wenig oder nur Mittel Ahnung hat, denkt man an Hunnen, Hunnenstürme, man denkt vor allen Dingen auch an die Germanen, die dann Rom zu Fall gebracht haben und so weiter. Die Germanen, also ich komme nur deswegen jetzt drauf, ja, weil natürlich auch ein Mythos sondergleichen, ein hoch ambivalenter Mythos, da gibt es ja jetzt in Berlin diese große Ausstellung auch im Museum für Vor- und Frühgeschichte. Wer waren denn die Germanen? Das ist eine Frage, die kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Jedenfalls nicht seriös. Das ist auch eben eine Problematik, die bei dieser ganzen Völkerwanderungsthematik mitschwingt. Wir arbeiten mit Termini, Begriffen, die unglaublich assoziationsbehaftet sind, die wir auch gar nicht richtig loswerden können, weil wir sie als Vermittlungsbegriffe benötigen. Man kann das nicht einfach durch irgendwas ersetzen, was niemand dann mehr versteht, aber es sind im Grunde Begriffe, mit denen man wissenschaftlich gar nicht arbeiten kann. Das gilt sowohl für Völkerwanderung als auch für Germanen. Das Interessante ist, dass in der Quellensprache der Zeitgenossen das Wort Germani oder griechisch Germanoi eigentlich in der Phase anfängt zu verschwinden, mit der wir für gewöhnlich die Völkerwanderung beginnen lassen. Das heißt also, für Zeitgenossen ist die Phase, in der die Völkerwanderung stattgefunden hat, eine Phase, in der es keine Germanen mehr gibt. Germanen trifft man in der antiken Literatur etwa bei Caesar sehr häufig, bei Tacitus, also in der ausgehenden römischen Republik und in der frühen Kaiserzeit, aber in der Spätantike dann eben nicht mehr. Da wird das Wort Germani ersetzt durch viel konkretere Bezeichnungen. Da wird dann also von den Alemannen, von den Franken, von den Sachsen und so weiter gesprochen. Aber Germani, das kommt eigentlich nur sehr, sehr selten noch vor. Und das zeigt eben auch, dass schon für Zeitgenossen das eigentlich kein präziser Begriff gewesen ist, um bestimmte Gruppen einzufangen. Und wenn man sich dann anguckt, was die Akteure, die wir als Germanen bezeichnen würden, in dieser Zeit, ich spreche jetzt vom mittleren dritten bis zum mittleren achten Jahrhundert, was die in dieser Zeit getan haben, ob sie sich jetzt zusammengetan haben zu einem großen Verband, weil sie doch alle Germanen sind, dann stellt man fest, keineswegs. Es gibt nichts, was darauf hindeuten würde, dass es so etwas wie ein germanisches Gemeinschaftsbewusstsein oder sowas gegeben hätte. Im Gegenteil, die haben immer gegeneinander gekämpft, sich in wechselseitigen Koalitionen mit und gegeneinander verbündet. Also nichts deutet darauf hin. Und das entspricht eben auch so ein bisschen der Geschichte des Germanenbegriffs, wie wir sie in der Antike nachverfolgen können. Denn im Prinzip sind die Germanen ja eine Erfindung Cäsars, der einfach gesagt hat, links des Rheins sitzen die Kelten und rechts des Rheins sitzen Germanen, weil er einfach eine Kategorisierung brauchte, um seine eigenen Feldzüge und Tätigkeiten zu erklären. Aber schon wenn man bei Caesar genauer reinguckt, sieht man, dass Caesar selbst eben auch widersprüchlich ist. Er kennt nämlich die sogenannten Germanicis Renani, also linksrheinische Germanen. Da geht es dann auch schon wieder ein bisschen durcheinander. Der Germanenbegriff bleibt also für Zeitgenossen sehr schwammig und unklar. Und das ist einer der Gründe, aus denen wir heute eben auch sagen müssen, wir können Germanen nicht exakt definieren. Man kann es sprachwissenschaftlich versuchen. Es gibt natürlich so etwas wie eine germanische Sprache, die man rekonstruieren kann. Aber damit ist nicht viel gewonnen, weil wir diese Sprache eben nicht als lebendig gesprochene Sprache greifen können oder nur sehr umrisshaft greifen können. Man kann es geografisch versuchen, dann wird es allerdings auch sehr schwierig.
dann haben sie das Gebiet, das rechts des Rheins und nördlich der Donau liegt. Aber wo endet es im Osten? Ja, klar. Das ja, ist völlig unklar. Und dann gibt es natürlich die Versuche, die Germanen aufgrund kultureller Eigenheiten und Institutionen zu definieren. Und das ist ein Ansatz, der hochproblematisch ist, weil sie diese kulturellen Gemeinsamkeiten eben gar nicht haben. Die können sie nur dann rekonstruieren, wenn sie das Quellenmaterial erheblich erweitern, wenn sie bis ins hohe Mittelalter, zum Teil bis in die frühe Neuzeit gehen, isländische Sagas hinzuziehen und frühneuzeitliches Brauchtum und solche Dinge. Aber das ist methodisch natürlich alles andere als wasserdicht und das sollte man besser lassen. Ich fand es als Philosophin so besonders interessant, genau dieses, möchte ich mal sagen, Ringen eben um die Begriffe, ja, oder um dieses zu versuchen, ja, einen Begriff zu fassen, der sozusagen als Behälter fungieren kann, ja, für so disparate Tatsachen. Und jetzt ist aber schon natürlich ganz ein auch wichtiger Faktor in diesem Buch, es sind auch zwei Begriffe, zwei Faktoren vielleicht oder ein Faktor, zwei Begriffe, die doch auch immer wiederkehren in Ihrem Buch. Das sind nämlich die Faktoren, Begriffe Identität und Ethnizität. Was mich mal, kleine philosophische Frage zwischendurch, was mich eben so interessieren würde, weil für mich als Philosophin ist Identität ein Begriff, der heute auch gerade so im postkolonialen Diskurs sehr leicht missbraucht wird für ideologische Zwecke. Was heißt für Sie als Historiker, jetzt auch im Kontext vielleicht der Völkerwanderung, Identität genau? Ja, auch das ist ein ganz schwieriges Problem. Auch darüber habe ich lange nachgedacht. Soll ich den Identitätsbegriff verwenden oder soll ich es nicht tun? Ich habe mich dann dafür entschieden, es zu tun, weil ich keine bessere Alternative gefunden habe. Aber ich sehe natürlich selbst, dass das mit großen Schwierigkeiten behaftet ist. Das ist ein Begriff, der mittlerweile inflationär verwendet wird, über den viel diskutiert wird. Und es ist ein sehr komplexer Begriff, weil es eben auch Unmengen an Literatur mittlerweile dazu gibt. Aber ich glaube, man kann es zumindest versuchen, so ein bisschen runterzubrechen und zunächst einfach mal zu sagen, Identität ist das Bewusstsein von Zugehörigkeit. Dass man sich klar macht, dass man in irgendwelche Gruppen hineingehört. Damit hat man das Problem aber nicht gelöst, sondern damit beginnt es erst. Denn die ethnische Identität, bei der es um die es im Völkerwanderungskontext natürlich in erster Linie geht, ist ja nur eine von zahllosen Identitäten, die ein Mensch mit sich führen oder annehmen kann. Und wenn man dann auf das Quellenmaterial wieder blickt, dann stellt man fest, dass die ethnische Identität für Zeitgenossen eigentlich gar nicht so die wichtigste Form von Identitätsbildung gewesen ist, jedenfalls meistenteils, sondern für Zeitgenossen ist eigentlich viel wichtiger, wie sah ihr familiäres Umfeld aus, wie sah das mit der Dorfgemeinschaft aus oder mit der Stadt, in der sie gelebt haben, wie sieht es mit Geschlechtsidentitäten aus, in welcher Alterskohorte befindet man sich. Das sind eigentlich so zunächst mal die naheliegenden Identitäten, die für die Zeitgenossen wichtig gewesen sind. Und erst dann kommt in vielen Fällen die ethnische Identität. Was für mich wichtig ist und warum ich diesen Identitätsbegriff trotzdem benutze und dann eben doch von ethnischen Identitäten spreche und auch von Identitätsgruppen, die dann unterwegs sind, ist, dass man mit dem Identitätsbegriff so ein bisschen davor gefeit ist, zu essentialisieren. Das heißt, Gruppen oder Stämme, wie man es früher genannt hat, anzunehmen und davon auszugehen, dass es die immer schon gegeben hat und dass die quasi überzeitlich durch die Geschichte sich bewegen. Wenn man eher davon ausgeht, dass es sich um fluide ethnische Identitäten handelt, dann kann man eben viel flexibler damit umgehen, dass ein Langobarde eben plötzlich auch sagen kann, ich bin jetzt Arare.
Oder dass ein Römer sagen kann, ich bin jetzt Hunne und umgekehrt. Das sind ja Phänomene, die Sie sonst überhaupt nicht erklären können, wenn Sie eben sagen, ein Römer wird als Römer geboren und stirbt als Römer und beim Hunden ist es ähnlich so. Und deshalb, glaube ich, ist der Identitätsbegriff bei all den Problemen, die er hat, dann am Ende doch eine vernünftige Lösung. Ja, super spannend. Nee, also das ist, also ich finde es so wichtig und auch so lehrreich und lohnend, sich wirklich auch da interdisziplinär mal Gedanken zu machen, warum man eben ja Begriffe verwendet oder nicht, auch in unterschiedlichen Disziplinen. Wo Identität jetzt vielleicht weniger eine Rolle spielt als Ethnizität, so jedenfalls in dem, was man so liest in den Zeitungen, in den Medien, ist bei der bei den neuen Flüchtlingsbewegungen seit 2015. Wir reden da ja sehr oft, also was heißt wir, Mann, viele Stimmen in den Medien, die man so rezipiert, reden da ja jetzt von einer Art neuen Völkerwanderung. Also man redet seit 2000, in Bezug auf das, was seit 2015 an Migration passiert ist. Man redet aber auch teilweise davon, was jetzt sozusagen möglicherweise durch Corona auch noch mal mehr hinzukommt. Wie weit tragen solche Analogien? Also was ist da sozusagen das Transferpotenzial jetzt Ihrer Studien und dessen, was Sie erkannt haben über den Völkerwanderungsbegriff, der übrigens in Ihrem Buch konsequent in einfache Anführungszeichen gesetzt ist? Also was ist dazu zu sagen? Also ich muss ganz ehrlich und will es auch ganz klar sagen, ich halte von solchen Analogien gar nichts. Wenn ich mich mit der Völkerwanderung beschäftige, dann habe ich schon ein großes Problem damit einzugrenzen, worüber ich überhaupt rede. Und muss sehr viel Aufwand betreiben, um das halbwegs zu perspektivieren und so ein bisschen wenigstens zu definieren. Völkerwanderung ist ja im Grunde ein Perspektivbegriff, den spätere Generationen benutzen, um auf ein sehr komplexes Transformationsgeschehen zwischen Antike und Mittelalter einen Blick aus einem ganz speziellen Blickwinkel zu werfen, nämlich nach der Frage von Wanderung. Und auch da könnte man lange diskutieren, ob und wer da überhaupt gewandert ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Also zunächst mal das, was hinter dem Begriff Völkerwanderung steht, ist eben sehr schwer zu fassen. Und das ist der Grund, weshalb ich das in Anführungszeichen gesetzt habe. Und wenn man nun so etwas, was Sie im Grunde ja gar nicht fassen können, als Grundlage nimmt, um damit Analogien herzustellen, dann ist ja relativ klar, dass das nicht weit führen kann. Sondern was dann passiert ist, dass die Assoziationen, die an diesem Völkerwanderungsbegriff dranhängen und die sehr vielfältig sind, sich verselbstständigen und dann in das Jahr, weiß ich nicht, 2015 oder auch in die aktuelle Zeit transportiert werden. Und was hängen da für Assoziationen dran? Natürlich der Untergang des Römischen Reiches. Das ist eine der großen Thematiken. Inwiefern hat eigentlich die Völkerwanderung etwas mit dem Untergang des Römischen Reiches zu tun? In der allgemeinen Wahrnehmung ist die Völkerwanderung einer, wenn nicht der zentrale Grund für den Untergang des Römischen Reiches. Dann ist man ganz schnell dabei, aha, Untergang Europas. Aber das hat ja eigentlich gar nichts miteinander zu tun und ist ja auch schon als Zusammenhang mit dem Untergang des Römischen Reiches hochproblematisch. Also insofern finde ich das sehr problematisch. Und etwas anderes ist, dass sie natürlich versuchen können, antike Gegenstände mit modernen Gegenständen zu vergleichen. Aber da müssen sie methodisch einen unglaublichen Aufwand betreiben. Nichts ist in meinem Fach komplizierter als der historische Vergleich. Und wenn sie das dann tatsächlich hinbekommen, dann werden sie feststellen, dass die Ergebnisse wahrscheinlich auf einer so abstrakten Ebene angesiedelt sind, dass sie letztlich banal sind. Damit will ich nicht behaupten, dass das alles irrelevant ist, was ich tue. Aber ich glaube, auf ein konkretes Geschehen, das sich in der Jetztzeit, in der Gegenwart abspielt, lässt sich die antike, frühmittelalterliche Völkerwanderung
hin eben nicht ausdeuten und auch nicht instrumentalisieren, in welche Richtung auch immer. Das funktioniert nicht. Ja, hinzu kommt, würde ich vielleicht noch als letztes ergänzen wollen, wie soll man überhaupt hinreichend seriös beurteilen, eine Situation, während sie geschieht, eine Zeit hinreichend beurteilen, während man in ihr lebt sozusagen. Mischa Meyer, wir sind fast am Ende schon unserer Sendung, aber ich hätte natürlich auch sehr gern noch an Sie eine Frage. Und zwar möchte ich Sie gern bitten um Ihre ganz persönliche Sachbuchempfehlung. Was haben Sie in letzter Zeit oder vielleicht auch schon früher oder immer mal wieder für einen Titel zu empfehlen, für die Mitglieder der WBG, für alle Freunde des Wissens, der Bildung, für die Freunde der Geschichte oder ich weiß ja nicht, würde mich wahnsinnig interessieren und unser Publikum sicher auch. Ja, ich würde Ihnen gerne zwei Bücher empfehlen. Das erste ist eigentlich gar kein Buch, sondern ist eine Sammlung von Aufsätzen, die mehrfach nachgedruckt worden ist und unter verschiedenen Titeln inzwischen auch erschienen ist. Ich beschäftige mich ja nebenher auch immer ein bisschen mit Musikgeschichte noch und bin da so ein bisschen unterwegs. Und es gibt ja so Bücher, die man relativ früh in seiner Karriere oder in seiner Ausbildung liest und die dann irgendwie etwas Bleibendes erzeugen und haften bleiben und zu denen man dann immer wieder zurückkehrt. Und das Erste, was ich empfehlen möchte, sind in dieser Hinsicht die Schriften von Karl Dahlhaus zur Musik, vor allem zur Oper des 19. Jahrhunderts. Das sind wirklich Arbeiten gewesen, die mir die Augen geöffnet haben und die ziemlich viel Nachdenken in mir angeregt haben. Die sind mittlerweile greifbar in der Gesamtausgabe von Karl Dahlhaus und es gibt aus den 80er und aus den 90er Jahren noch so kleinere Sammlungen, in denen die in verschiedenen Kombinationen greifbar sind. Aber das sind wirklich für die Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, finde ich, ist das immer noch eigentlich so etwas, ja, was einem wirklich die Augen öffnet. Und das Zweite, was ich empfehlen möchte, das ist jetzt wieder ganz konkret aus meinem Arbeitsbereich, das ist die Theoderich-Monographie von Hans-Ulrich Wiemer, einem althistorischen Kollegen von mir, der sich den Ostgotenherrscher Theoderich genauer angesehen hat. Ein Buch, das für meine Arbeit an der Völkerwanderung immens wichtig gewesen ist. Nicht nur, weil eben Theoderich da wunderbar aufgearbeitet worden ist und man einfach einen sehr schnellen Zugriff dann hat, sondern weil dieses Buch eigentlich viel mehr darstellt als nur eine Theoderich-Biografie. Es ist im Grunde eine moderne, an der aktuellen Forschung entlang geschriebene Geschichte der Goten und auch eine Geschichte der Goten in ihrer Auseinandersetzung, Integration in das Römische Reich. Und gleichzeitig ist es ein Buch, das meiner Meinung nach eine unglaublich hohe literarische Qualität hat. Und ich habe, während ich dieses Völkerwanderungsbuch geschrieben habe, immer wieder auch lange darüber nachgedacht, wie es eigentlich mit Geschichtsschreibung und Literatur oder Geschichtsschreibung als Literatur ist. Ob, wenn man ein größeres Buch zur Geschichte schreibt, nicht auch entsprechend man versuchen muss, wenigstens ein gewisses literarisches Niveau zu erreichen. Und in diesem Buch von Uli Wiemer sehe ich das Niveau erreicht. Toll. Vielen Dank, Mischa Meyer. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren, dass Sie zu Gast waren im WBG-Podcast. Liebes Publikum, an alle da draußen, die uns jetzt zugehört haben oder zugeschaut haben, wir freuen uns, ich freue mich wahnsinnig, wenn Sie mir schreiben, wenn Sie uns schreiben auf der WBG-Facebook-Seite, auf der WBG-Community-Plattform, Ihre Kommentare, Anregungen, Kritik und Wünsche. Was sagen Sie dazu? Thank you.